Hallo und herzlich willkommen bei Griechisch ohne Grenzen. Heute werden wir uns mit dem Adjektiv ενδιαφέρον, ενδιαφέρουσα, ενδιαφέρον befassen. Und das heißt interessant. Das ist ein Adjektiv, mit dem sich viele Lerner schwer tun. Und nachdem wir uns die Adjektivdeklinationstabelle hier anschauen, speziell zum Verb ενδιαφέρον, gehen wir weiter zu ein paar Beispielsätzen. In der ersten Spalte siehst du die maskuline Form. Ich lese vor. Enjaferon, tu enjaferon, dos, ton enjaferon, da, enjaferon. Also im Nominativ, onomastiki, geniki, genitiv, etiatiki, akkusativ, klitiki, vokativ. Es geht weiter mit der femininen Form. Einzahl enikos, enjaferusa, enjaferusa. Du siehst, hier sind alle Formen gleich, außer die Genitivform, ja, mit der S-Endung. Wir wissen im Genitiv, da bekommt die weibliche Form das S, sowohl im Artikel als auch in der Endung des Adjektivs hier. Also merk dir das, wenn du ein S im Artikel hast, dann hast du das auch in deiner Endung. Dies in die Affäre. Pame paragato mit der udetero. Es geht weiter mit der neutralen Form. Tu enjaferon. Auch hier weicht nur die Genitivform von den anderen ab. Du enjaferondos. Kommen wir zum Plural. Masculinum, arsenico. I enjaferondes, ton enjaferondon, tus enjaferondes, enjaferondes. Silico, weiblich. I enjaferuses, ton enjaferuson, tis enjaferuses, enjaferuses. Udetero neutrum, dein Jaferonda, ton Jaferondon, dein Jaferonda, ein Jaferonda. So, das zur Tabelle. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal in der Praxis an. So, wir haben hier den ersten Satz. Das ist ein bisschen größer. O dikigoros apotintino ichen analysi mia enjaferusa ipothesi. Wir haben hier den Rechtsanwalt, o dikigoros, apotintino, apo heißt von oder aus, austinos, eine Insel, ich analysi mir in die aferusha hypothesi, hypothesi, der Fall, hatte einen interessanten Fall zu lösen. Hypothesi ist Femininum, deswegen in die aferusha. Das sehen wir hier. Ja, das ist die feminine Form, ienthiaferusha. Vielleicht ist noch wichtig zu erwähnen, dass die Adjektive auf onusa, on, seltener vorkommen und aus dem Altgriechischen stammen. Ja, genauer gesagt aus den Partizipien. Es geht weiter mit dem zweiten Satz. Το λικέρ του Μανώλη είχε μια ενδιαφέρουσα επίγευση. Der Likör von Manoli hatte einen interessanten Beigeschmack. Epigευση. Γεύση ist der Geschmack. Γεύση. Epigευση ist der Beigeschmack. Epigευση, du siehst das Ita, es ist ein weibliches Substantiv, deswegen wieder ενδιαφέρουσα. Genau wie hier oben. So, jetzt haben wir noch einen Satz im Femininum. Simera ida endiaferuses fotografies petromaton. Fotografies, Fotos, Fotografien im Plural hier, deswegen auch die Endung uses. Simera ida enjaferuses fotografies petromaton. Und was heißt dieser Satz? Heute habe ich interessante
Gesteinsbilder gesehen. Petra ist der Stein. Petroma, Petromata, das Gestein. Πάμε παρακάτω. Η αρχαία Μεσσίνη είναι ένας ενδιαφέρον αρχαιολογικός χώρος. Αρχαία Μεσσίνη ist eine interessante archäologische Stätte. Ενδιαφέρον αρχαιολογικός χώρος. Sowohl ενδιαφέρον als auch αρχαιολογικός sind hier Adjektive. Wir konzentrieren uns auf das Substantiv Choros und anhand dessen bilden wir hier unsere Endungen. Ενδιαφέρον, Maskulinum, Archäologikos ebenfalls. Ενδιαφέρον, Archäologikos, Choros. Also eine interessante archäologische Stätte. Πάμε παρακάτω. Έχω επαφή με ενδιαφέροντες ανθρώπους. Hier im Plural. Με ενδιαφέροντες ανθρώπους. Ich habe Kontakt. Έχω επαφή. Επαφή ist der Kontakt. Με, mit interessanten Menschen. Ενδιαφέροντες ανθρώπους. Χθες είδα ένα ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ. Gestern, χθες, είδα. Είδα ist der Aorist von βλέπω. Ein unregelmäßiges Verb. Gestern habe ich eine interessante Dokumentation gesehen. Ida habe gesehen, auch ist einmalige Vergangenheit. Chthes ida ena ενδιαφέρον dokumentär. Neutrum, do dokumentär ist ein Fremdwort, deswegen nehmen wir hier die neutrale Form ενδιαφέρον. Aufgepasst hier mit Omikron im Maskulinum mit Omera. Πάμε παρακάτω. Αρκετά ενδιαφέροντα παραδοσιακά καταστήματα έπρεπε να κλείσουν τα τελευταία 5 χρόνια. Ενδιαφέροντα παραδοσιακά καταστήματα. Das ist hier das Substantiv. Ενδιαφέροντα παραδοσιακά sind Adjektive. Καταστήματα sind die Geschäfte. Einige interessante traditionelle Geschäfte mussten die letzten 5 Jahre schließen. Έπρεπε να κλείσουν σημαίνει mussten schließen. Έπρεπε να κλείσουν. Κλείσουν, der zweite Verbstamm von κλείνω. Κλείνω, θα κλείσω, έκλεισα. Τα τελευταία 5 χρόνια. Die letzten 5 Jahre. Kommen wir zum vorletzten Satz. Η Birgit έχει καλλιεργήσει ενδιαφέροντα είδη φασολιών στον κήπο της. Hier haben wir ebenfalls eine neutrale Form im Plural. Birgit hat in ihrem Garten interessante Bohnensorten angebaut. Καλλιεργήσει, έχει καλλιεργήσει. Hat angebaut. Das Verb im Präsens ist καλλιεργώ. Στον κήπο της, in ihrem Garten. Ήδη φασολιών, also Bohnensorten, Bohnentypen, ist im Griechischen in 2 Worten zu beschreiben. Im Deutschen ist es ein Kompositum, ein zusammengesetztes Wort, Bohnensorte. Hier ήδη, Sorte. Der Bohnen. Das ist ganz oft im Griechischen so. Wir haben hier 2 Substantive, das erste im Nominativ, das zweite im Genitiv. Das erkennen wir auch sehr schön an der Omera-Ni-Endung, Genitiv Plural. Vamos sin telefthea protasi, kommen wir zu unserem letzten Satz für heute. Υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα βιβλία για την Ελλάδα. Sehen wir auch im letzten Satz Plural Neutrum. Es gibt viele interessante Bücher über Griechenland. Kennst du welche? Beziehungsweise, was sind deine Lieblingsbücher über Griechenland?
Schreib es gerne in die Kommentare. Und ich hoffe, dir hat dieses Video weitergeholfen. Schreib mir gerne eine Rückmeldung. Ich freue mich immer von euch zu lesen. Hinterlasst einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Damit unterstützt ihr meine Arbeit. Und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σου!